Unsere Regierungen, und da nehme ich unsere Vorgängerregierungen also auf keinen Fall aus, agieren völlig populistisch. Okay, nicht rechtspopulistisch, aber dennoch populistisch. Und man könnte auch schon sagen, so linkspopulistisch oder grünpopulistisch, ökopopulistisch. So agieren sie und lullen damit den Deutschen ein Stück weit ein. Dabei gab es mal eine Kanzlerin, die sprach davon, ja, lange vergessen, Schnee von gestern, dass man Dinge vom Ende her denken müsse. So, ich habe das so verstanden, dass man sich überlegt, was in der Zukunft auf eine Aktion, die man macht, passieren würde, wie da die gesamte Umwelt und alle Teilnehmer, Stakeholder, wie es so schön heißt, darauf reagieren werden, ne? Als Folge einer Maßnahme. Nee. Also man hat völlig populistisch agiert und hat aufs Ende nun überhaupt nicht geschaut. Kleine Beispiele gefällig. Beispiel 1. Man schaltet alle Kernkraftwerke ab, so eins nach dem anderen, schrittweise, und baut keinen grundlastfähigen Ersatz. Man baut zwar einen Haufen Windkraftwerke, einen Haufen Photovoltaikanlagen mit Gigawatts und Gigawatts, aber in der Nacht scheint die Sonne nicht und bei Flaute weht der Wind nicht. Wenn es kalt ist, ist besonders schlimm, und in einer kalten Dunkelflaute tut sich da nun gar nichts. Schwierige Sache. Dazu schaltet man die modernsten Kohlekraftwerke mit den höchsten Wirkungsgraden. Wir denken, da wie ist das Moorburg oder Moosburg da bei Hamburg, schaltet man ab und wundert sich dann, dass man mehr Energie aus dem Ausland importieren muss. Und siehe da, es ist Kernkraft und es ist Kohle. Und wundert sich alle, dass bei uns der Strom halt sich nicht so verändert hat. Eigentlich hat sich es in Schlechteren hin verändert. Also man hat hier nicht vom Ende her gedacht. Man hat sich das also nicht wirklich überlegt, was da am Ende passiert. Könnte das in der Qualifikation der Leute liegen? Ja, könnte durchaus sein. Beispiel 2. Aufgrund oder auf Basis dieser knappen Energieversorgung beschließt man den Boykott. Wollen Sie mehr Gewinn für Ihre Firma? Die Gewinnblitzfallstudie enthüllt, wie ein einfacher Ansatz einem Unternehmen zu unglaublichem Erfolg verhalf. Nur für Unternehmer. Klicken, E-Mail eintragen und sofort ansehen. Des billigsten Energielieferanten, den wir hatten. Russland, wissen Sie? Und denkt, man schadet ihm nun ohne Ende. Und was macht der? Der verkauft unser Gas und das Öl woanders hin. Und wir? Ja, wir schauen im Ofenrohr ins Gebirge und haben uns hier also glatt selber ins Knie geschossen. Ja, nicht nur ins Knie. Wir haben uns selbst also lebensgefährlich verletzt. Schaut also gar nicht gut aus. Diese Boykotte schaden uns weitaus mehr als dem, dem wir schaden wollten. Ne? Auch hier die Sache vom Ende her denken, hat sich keiner vorstellen können. Nee, wir sind die Größten, die Besten und uns kann keiner. Ja, doch. Uns kann jeder. Und zwar richtig, ne? Gut. Was das für die sich bereits in der Preissteigerung befindlichen Strompreise durch die Kernkraftabschaltung und bedeutet hat, hat jeder in seinem eigenen Geldbeutel gesehen, da gab es eine Strompreisbremse. Hilft sie nicht. Wer bezahlt das? Ja, wer bezahlt mit Steuern, nämlich mit ihren Steuern und mit meinen Steuern. Also trifft sie es doch. Ne? So, also das ist Augenwischerei, Populismus, Ökopopulismus, linker Populismus, der am Ende nun wirklich nichts bringt. Ne? Sondern man muss Grundlagen finden, wie Strom wieder billiger wird. Und der Wirtschaftswissenschaftler, vor allem der studierte Wissenschaftler, weiß, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Wir müssen das Angebot erhöhen. Wir müssen Kraftwerke ans Netz bringen. Hm? Ja, dann geht der Strompreis auch wieder runter. Gut, Vorausdenkung auch an dieser Stelle ja nun überhaupt nicht vorhanden. So, Beispiel Nummer 3, bisschen kritisch. Man importiert Millionen von Menschen in unser Land. Und dann wundert man sich, dass der Wohnraum immer knapper wird? Also mich hat das nicht gewundert. Ne? Zusätzlich beschränkt man den Neubau mit immer mehr Regulierung und droht den Eigentümern mit Enteignungen. So von Berlin kommend und tröten da die größten Sozis dann das selbe Horn. Ne? Also durch Enteignungen baut man keine neuen Wohnungen, sondern das tut man nur, wenn ein Kapitalinvestor das tut. Oder der Staat baut Wohnungen mit Steuereinnahmen, ja, die er jetzt nicht hat, die er für andere Dinge ausgibt. Schwierig, ne? Sollte man vom Ende her denken. Wie bekommt man neuen Wohnraum? Der Staat hat ungefähr im gesamten Investitionsvolumen von Deutschland rund 15%. Das heißt, nicht die 15% muss man erhöhen. Man muss bei den 85% muss man dafür sorgen, dass da investiert wird. Das schafft man nicht mit, ja, Enteignungsgesetzen oder Enteignungsandrohungen, mit Mietpreisbremsen, wo du nachher deine Zinsen für deine Darlehen nicht mehr kriegen kannst. Ja, also so geht es da nicht. Vollkommen klar. Ne? Der Neubau geht massiv zurück. Und die geholten Menschen,
Die Armen, die pfercht man in Container ohne Chance auf ein besseres Leben. Ja, man tut so sozial, aber man soll die Sache von Ende her denken. Ne? So, Beispiel 4. Die Arbeitgeber, so auch wir, suchen händeringend nach Fachkräften. Doch die werden immer knapper. Woran liegt's? A. Die Babyboomer, meine Generation, bisschen jünger, gehen mehr und mehr in Rente. Und B. ist der Bildungsstand der herbeigeholten Millionen sehr niedrig. Ohne eine gewaltige Bildungsinitiative für diese Menschen wird das nichts werden. Man kann nicht einfach die Menschen holen, sie nicht bilden und erwarten, dass es funktioniert. Nee, so geht es nicht. Ne? Vom Ende her denken. Mit unseren Schriftzeichen, zum Teil Analphabeten, die müssen die Schriftzeichen frisch lernen, tut man sich hart mit. Beispiel Nummer 5 kommt direkt in diesem Umfeld. Unsere Ergebnisse in den PISA-Studien werden immer schlechter. Es gab eine Zeit lang, da hielten wir uns, aber MINT-Fächer, also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, gingen beständig abwärts seit Jahrzehnten. So. Und das hat sich jetzt wieder verstärkt. Und also die letzten PISA-Studie, die jetzt rauskam, war katastrophal. Kann ich also nur das Video von Professor Rieck über die PISA-Studie empfehlen. Dann gebe ich Ihnen unten in die Beschreibung als Link. Und dass viele europäische Staaten nicht besser abschneiden, ja, ist kein Trost. Ne? Und dann wirft man in diesen Jahrzehnten den mehr und mehr versagenden Schulsystemen, was die PISA-Studien hier manifestieren, einen heftigen Bildungsauftrag für Millionen von Menschen vor die Füße. Faktische Analphabeten in unseren Schriftzeichen und in unserer Sprache. Ne? Und dann kürzt man denen noch das Budget. Was hat man da vorausgedacht? Gar nicht. Ne? So, einfach so. Beispiel 6. Seit Jahren klagt die Bundeswehr über einen sehr schlechten Ausrüstungsstand. Es kursieren Aussagen, dass man nur Munition für 3 Tage hätte. Ich neige das zu glauben. Ne? Gleichzeitig leert man die eigenen Depots in einer Geschwindigkeit für einen Krieg, der a. nicht unsere ist und b. auch nicht zu gewinnen ist. Denn die größte konventionelle Armee der Welt, ja, in welchem Wolkenkuckucksheim leben solche Leute? Ne? Die Auguren haben es vom ersten Tag an gesagt und momentan kriegt man ja mit, wie hier gerade verloren wird. Ne? Es sind Verhandlungen erforderlich. Waren sie vom ersten Tag? Hat man sich widersetzt mit dem Kopf durch die Wand, wir boykottieren und so weiter, zwingen wir in die Knie. Diplomatie ist Reden ist immer besser als Schießen, ne? Ja, wer denkt da an das Ende, wer denkt da voraus? Nein! Ja. Erklärt dann eine Ministerin einem anderen Land den Krieg. Glücklicherweise haben die es nicht angenommen, ne? Muss man sich auch mal geben, ne? Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es 2 große Favoriten und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer 1, sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt extrem überteuert. Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel Werte von A nach B transportieren wollen? Im Extremfall vielleicht sogar müssen. 1 Million in Gold sind ungefähr 27 Kilogramm. Haben Sie schon mal 27 Kilogramm in einem schweren Rucksack über längere Zeit getragen? Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen. Wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug zu transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen. Und man wird es Ihnen mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute nicht so einfach 1 Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold, wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommensteuererklärung und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen,
warum sie Gold besitzen. Meine Erklärung ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man über die Grundsteuer jederzeit auf Ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50% bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Und über 30 Jahre hinweg mussten dann die Besitzer dieser Immobilien über eine erhöhte Grundsteuer das Geld zurückbezahlen. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht.